Da ist er, Leute. Da ist er, der Typ mit dem Elternring. Wie macht Donny das mit seinen verschiedenen Tönen, Stimmdingen? Das will ich auch machen. Kriegen wir das? Kannst du mir das auch machen, Nicola? Was genau? Ja, der hat so einen Stimmverzerrer oder so. Ah. Der kann sich dauernd irgendwie andere Stimmen geben. Das stimmt. Das will ich auch haben. Jetzt sofort? Okay. Voice Modulator. Nee, muss nicht sofort sein, aber irgendwann hat er gekauft. Steht schon ganz oben auf dem Zettel. Voice Modulator. Jut. Leute, es geht weiter mit Elden Ring. Ich verzichte extra auf das Holland-Spiel für heute. Aber zum Österreich-Spiel muss ich fertig sein. Ich hab, wie immer, gestern Nacht wieder Bock gehabt auf Elden Ring und bin ein bisschen rumgelaufen, hab dies, das Ananas gemacht. Aber ich hab nichts im DLC gemacht, also nichts Entscheidendes. Allerdings habe ich im Main Game, habe ich noch Sachen gefunden. Was habe ich denn gemacht? Irgendwas wollte ich euch... Ah ja, ich habe lustigerweise im Snowfield wurde ich von irgendeinem NPC invaded, den ich noch gar nicht hatte. Den habe ich natürlich kurz weggeklatscht, habe hier seine Sachen gekriegt. Ich habe ein bisschen Geld gefarmt und mir neue Rüstungsteile bei der Zwei-Finger-Dame geholt. Bei der Dame mit den zwei Fingern. Und ansonsten bin ich wie immer nur dumm rumgelaufen. Ich trage jetzt hier die Tree Sentinel-Rüstung. Die irgendwie so geil mächtig aussieht. Die ist natürlich auch schwer. Deshalb kann ich nicht ganz so viele Waffen mit mir rumtragen. Außer drei Stück. Habe ich sonst irgendwas gemacht? Nee, eigentlich nicht. Ich bin noch mal ein bisschen rumgelaufen. In dem Gebiet hier von dem ersten Legacy Dungeon. Wo ist es denn hier? Und hab da auch noch ein paar Sachen gesehen. Aber die zeige ich euch jetzt. Ich habe extra nichts aktiviert. Ich bin nirgendwo, wo irgendwie was geil aussah, weitergegangen oder so. Ich will ja nicht, dass ihr was verpasst. Ich heb mir ja die schönen Sachen, heb ich mir für euch auf. Und langweil mich dann ohne euch. Und zwar bin ich, glaube ich, von hier. FromSoft hat den DLC genervt? Das wüsste ich aber. Brezelbuster fragt ja, hallo Ede, sorry, falls es schon mal gefragt wurde, aber was sagst du dazu, dass so viele Leute so lange rumgeheult haben, bis FromSoft den DLC genervt hat? Es wäre mir neu, dass die den DLC genervt haben. Was haben die denn genervt? Ist doch gar kein Patch erschienen. Anyway, wir haben auf jeden Fall eine Menge Wege, die wir können, also gehen können. Hier können wir natürlich jetzt weiter. Wir können nach Relana weiter. Also ich zeig's nochmal. Wir können jetzt hier in dieses Gebiet. Wir können nach Relana weiter. Hier im Osten können wir weiter. Es gibt so viel noch zu entdecken. Und ich habe aber hier tatsächlich noch etwas gefunden, das ich euch kurz zeigen möchte. Ich habe extra keine Items benutzt, aber ich habe da noch was gemacht. Mal, wo war denn das? Mich selber kurz überlegen. Das war doch... War gar nicht hier, oder? Ich muss noch mal. Ich glaube, das ist das falsche Bonfire. Nee, das ist ja direkt davor. Dann ist es... Wo ist denn der scheiß Eingang? Hier. So, hier ist das Tor. Da hinten ist übrigens immer noch eine verschlossene Tür. Just, nur mal zur Erinnerung. Hier. Wissen wir noch nicht. Merken wir uns aber. So, dann müssen wir hier lang. Ich meine, es war hier.
Dann lass ich mir überlegen. Hier nehme ich. Hier werden wir erst komisch abgelenkt durch die Spinnen. Und denken uns wahrscheinlich, hier ist sonst nichts. So, und hier kommen wir in den Spinnenraum. So weit, so gut. Ja, hier sind die zwei Spinnen. Da ist hier Mama-Spinne, Papa-Spinne. Und dann denkt man sich so, ah ja, okay, alles klar. Aber hier. Hier ist noch eine Tür. Hinter diesem Rubble hier. Manche hüpfen hier lang. Hier unten waren wir schon. Aber hier unten ist noch eine Tür. Und hier wird man erstmal fies angegriffen. Für euch sind das Skorpione, für mich sind das Spinnen. Alles mit mehr als drei Beinen ist eine Spinne. So. Oh, da ist noch einer. Ich wollte mich doch gerade an der Nase kratzen. So. Und hier ist nämlich nichts Geringeres als... Oh, hier ist noch einer. Guck mal, der hat getrauert. Oder es hat getrauert. Hier liegt erstmal ein Item. Finn Beastbones. Guck mal, das ist offensichtlich... Hier müssen schrecklich... Das liebe ich ja so an FromSoft-Spielen, dass da so die Umgebung und alles ist irgendwie so... Es erzählt nicht direkt eine Geschichte, aber es könnte. Hier mit dem Blut und hier ist sogar noch irgendeine... Man kann da so viel reininterpretieren. Man muss nicht. Ne? Man kann es auch komplett drauf scheißen. Aber man kann sich auch ganz oft fragen, okay, was ist hier passiert? So wie wenn ich ins Kinderzimmer gehe. So, und dann finden wir hier nämlich nichts Geringeres als ein Shadow Tree Fragment. Check it out da! Wie leicht man das nämlich hier übersehen kann. Einfach haben die hier so eins versteckt. So, und dann geht's hier nämlich noch weiter, Leute. Und das ist nämlich das Item, was wir schon von der anderen Seite gesehen haben. Ich weiß nicht, was es ist. Aber hier ist noch ein prominentes Item. Wir waren ja hier auf der anderen Seite. Wir sind dann da hochgegangen. Dried Bouquet. Das dürfte ein Talisman sein, oder? Da ist er doch. Raises Attack Power when Summoned Spirit dies. Na gut. Da wir ohne Summons spielen, bislang, ist das natürlich... Uninteressant. Was ich mich frage, es gibt ja auch durchaus Spirits, die man summonen kann, wo mehrere kommen. Also, weiß ich nicht, 8 oder noch mehr. Oder 5. Bedeutet das, wenn jedes Mal, wenn einer dann von diesen Summons stirbt, kriegt man einen Buff? Das wäre interessant, oder? Oder was, ja, was mit Spirits, die wieder aufstehen? Auch die gibt's ja. Müsste man mal... Ja, das können andere testen. So, wir mockshackeln hier einmal nur. For the fun of it. Ja, das war auf jeden Fall eine Sache, die ich gestern Abend gesehen habe und mir noch aufgehoben habe. Und dann... Warte mal. Genau, waren wir ja... bei der Kanalisation noch. Ah, übrigens, ich habe mal ein bisschen mit rumgespielt. Ich weiß nicht, ob ich das hier zeigen kann. Es gibt ja eine neue Träne für die
Flask. Und zwar hier, die Deflecting Heart Tier Enhances Spontaneous Guard in Mixed Physik. Ich wusste bislang nicht genau, was das ist, aber so wie ich es verstanden habe und so wie es funktioniert, wenn ich die jetzt mal hier benutze, erscheint auch oben der Buff. Der bleibt übrigens sehr, sehr lange. Und ich habe jetzt hier, wenn ich L1 nur ganz kurz drücke, ich zeige es gleich nochmal umgekehrt, wenn ich nur ganz kurz drücke, hält er den Schild ja so ein bisschen vor sich, den Buckler. Ne? Ich drücke hier nur einmal ganz kurz, aber er hält den Schild. So, jetzt zeige ich euch mal, wenn man die Flask nicht benutzt. So, der Buff ist wieder weg. Wenn ich jetzt einfach nur drücke, dann seht ihr, er reagiert wirklich nur so lang. Ich muss, also, damit er sie so hält wie eben, müsste ich quasi die Taste lange gedrückt haben. Wenn ich sie nur antippe wie eben, dann tippt er die hier auch nur so kurz. Ne? So. Und was das nämlich macht, ist... Ach, hätte ich gar nicht ans Bonfire gemusst. Es gibt uns, so wie ich es verstanden habe, einen Sekiro-mäßigen Block. Das heißt, wir können sogar mit diesem Buckle, hier mit dem Counter-Shield, was normalerweise überhaupt keinen Damage Reduction hat, können wir komplette Angriffe deflecten. Habt ihr gesehen? Hier. Ich nehme keinerlei Stamina-Schaden. Okay, es sei denn, der Depp da hinten, du musst jetzt sterben. So, was jetzt davon? Ich nehme keinerlei Stamina-Schaden und keinerlei Energieschaden. Seht ihr das? Das macht dieser Flask. Das macht diese Tier. Und das ist ziemlich krass, wenn man es mal genau denkt. Wenn man nämlich parrymäßig unterwegs ist, ist man halt einfach ohne Stamina-Damage groß. Okay, ein bisschen Stamina-Damage, aber da kann sogar so ein kleiner Buckler hier kann komplett alles verteidigen. Das finde ich ziemlich krass, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt noch nicht im Kampf wirklich damit rumexperimentiert, aber gepaart mit einem Parry. Okay, jetzt kriege ich es natürlich nicht hin. Schlag. Hier. Gepaart mit einem Parry ist man schon, wenn man das gut timet, das ist schon ganz schön mächtig. Und ich weiß nicht, das ist jetzt halt, der macht halt nur so Einzelattacken. Man müsste es mal testen an jemanden, der schnell schlägt. Und ihr seht, wie lang der Buff auch hält. Ne? Man denkt sich ja so, ah, scheiße, ist nur in der Wanderer's Flask. Aber de facto hält der ewig. Es ist also quasi wie ein Talisman. Warte mal, ich muss kurz hinken. Der Booty wollte doch heute vorbeikommen. Das habe ich ja ganz vergessen. Der Budi, ja, kennt ihr vielleicht von der Gaming-Show auf MTV, der Dicke und der Chinese. Hier können wir es mal testen. Ja, das war ein bisschen früh. Hier. Hier. Ich meine, es staggert ihn nicht richtig, aber ich glaube, ich weiß nicht, kann man einen Guard-Counter danach machen? Das nicht. Ja, okay. Verzögerungen bei Gegnern immer noch schwieriges Thema. Aber finde ich auf jeden Fall interessant, dass das könnte vor allen Dingen auch für PvP sehr interessant sein. Also kann man sich mal merken. Dass es das jetzt gibt. Bei dem einen oder anderen Boss. Es hätte bei Relana zum Beispiel vielleicht tatsächlich viel helfen können. But for now, we take what we always take. Das habe ich selbst rausgefunden. Ja, ich habe ja gerade gesagt, wie ich es rausgefunden habe.
einfach durch die L-Taste. Da ist aber bestimmt noch mehr. Ich weiß, ich habe zum Beispiel noch nicht rausgefunden, ob man damit auch Guard countern kann. Oh. Ich dachte, ich bin beidhändig! Du Arschpickel, ey. Wirklich. Nein, falsche Kraft. Nichts klappt. So, weißt du, was ich mache mit Talismännern? Greatly raises, Tackle successive, enhances charge. Ach, ich muss jetzt den Talisman tragen wegen der schweren Rüstung, ne? Das ist natürlich Quatsch. Jetzt habe ich Fat Roll, oder? Ja, scheiße. Der sieht so geil aus. Ich muss auf eine andere Rüstung umsteigen, Leute. Das macht keinen Sinn, die ist zu schwer. 18,1 ist er ein bisschen dekadent. Was ist denn mit der? Nee. Sieht nicht schlecht aus. 24? The fuck? Ist ja noch schwerer. Aber die sieht geil aus. Die gefällt mir, die Rüstung. Aber 24. Niemand trägt eine Rüstung für 24. Hier übrigens Relanas Armor habe ich mir geholt. Aber mich nervt die blaue Schärpe. Ich habe das ganze Rüstungsset jetzt von ihr. Das sieht mir alles zu aristokratisch aus. Ich brauche irgendwie was slick. Ist gar nicht mal so schlecht. Oh, was ist hiermit? Das sieht doch nicht schlecht aus. Da sind die Beine zu fett. Naja, das gefällt mir alles nicht. Was ist denn hier mit Relanas Greaves? Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ein spitzen Schuh. Skinny Jeans. Wir bringen die Skinny Jeans zurück. Hey. So. Hier waren wir nämlich noch nicht am Ende mit unserer Erforschung. Habe ich das Vieh da links gelegt eigentlich? Ja, ne? Haben wir den Talisman gekriegt, der keine Säure mehr zulässt. Aber ansonsten habe ich hier noch nicht viel entdeckt. Toll, jetzt bin ich hier runtergefallen. Ich glaube, es macht Sinn, hier auch mal zu mockscheckeln.
ganz schön groß hier noch. Da bin ich hergekommen. Oder wie Colin sagen würde, da bin ich lang gekommen. Ah, damn it. Ey, gab's solche Viecher nicht auch in Bloodborne? Diese komischen, wie hießen die nochmal, die einem so im Kopf gebissen haben? Poison. It's poison running through my veins. Alter, wie viele seid ihr? Also nicht hoch. Ja, gut, was meinst du? Alter, wie viele sind's einfach nur? Noch jemand? Gut. Hier leider nicht aufs Pferdchen, ne? Nee. Ich komme hier weg. Ich werde hier nicht hochkommen. Oder? Da kann man hoch irgendwie? Nee, ne? Von dem Baum vielleicht? Geht da was? Von dem Ast da oben? Ich glaube, es ist Quatsch, aber ich muss es trotzdem probieren. Eigentlich sind Elden Ring Sprungpassagen nicht so kompliziert. Ich glaube, das ist nichts. Das würde schon ein bisschen schwer sein. Hier, das muss aber gehen. Hier war ich doch sogar schon mal. Da ist noch was. Serpent Arrow. Was ist das denn für ein Typ? Kleiner Fun-Fact übrigens.
Was viele nicht wissen ist, dass 24 Stunden in Elden Ring eine Stunde in Real Life sind. Now you know. The fuck? Horned Warrior's Sword. Und Gauntlets. Of the tower on horns, Lord of the Light of the Show is a medium of horn. Horn calling invokes tangled horn to cover the weapon's blade. Drive the weapon into the ground, calling up a cluster of piercing horns. Das ist wahrscheinlich das, was er gerade gemacht hat. Oh. Das ist gar nicht mal so schlecht. Oh, oh, ich bin tot. Ich habe vergessen, dass die Waffe ja erst Stufe 1 ist. Oh, so dumm. So unnötig. Das ist tatsächlich gar nicht so schlecht, weil die schön schnell geht hier, diese Attacke. Und offensichtlich auch ordentlich über Distanz. Oh, wie weit das geht. Man hat, glaube ich, auch einen ordentlichen Stagger. Gucken, wie weit das geht. Guck dir das an. Ich sag euch, das ist kein schlechtes Special. Wenn du das schön hochlevelst. Ich dachte erst, das geht nur vor einem direkt, aber guckt euch mal die Distanz an, die das funktioniert. Okay, da ist die Grenze, ungefähr hier. Oh, jetzt habe ich kein Dings mehr. Das ist schon nicht so schlecht. Hat dazu ein ganz gutes Moveset hier. Was ist das für eine Gattung? Ist das Curved Blade? Curved Sword, ja. Ist nicht so schlecht. Das kann man auf jeden Fall hochleveln. Das ist nicht verboten. Was sind das eigentlich? Jawbone Axe? Wo habe ich die denn gekriegt? Ach du Gott, die ist ja winzig. Das ist Zähne. Benutzen. Also diese eine Waffe, ich muss sagen, ich glaube, ich werde die upgraden. Die kann hilfreich sein. Auf so eine lange Distanz so schnell Schaden machen, der auch staggert. Vielleicht geht da was.
das war dumm. You can't outrun these things. Ich muss... Oh, das war dumm. Es werden nämlich immer mehr. Ich muss zurück und die Waffe wechseln. Wo bin ich gestorben? Hier. Jetzt ist er weg, der Dude hier, ne? Ja, kommt nicht noch. Er hat sie überlebt, oder was? Poisoned Hand? Was ist jetzt das? Alter, da sind immer noch so viele von denen. Poisoned Hand? Fist Weapon Strike. A glove stitched together from the fire. Black Bath afflicts type, but poison. Raises attack power when poisoning occurs. Forge of unyielding black impulse toward revenge. Unique skill. Poison spare hand strike. Unable to wield. 28 Arc, ja klar. Jetzt, wo ich Arc natürlich nicht mehr habe, finde ich hier so eine Arc-Weapon. Hey Nikola, bist du noch da? Ja, okay, die Poison Hand können wir jetzt nicht benutzen, weil ich kein Arc mehr habe, kein Arc-Bild mehr. Müsste mal ein bisschen in Arc pumpen, aber sehe ich jetzt gerade nicht. Aber die ist bestimmt nett. Hä?
Okay, hier scheint alles abgegrast zu sein. Wir gehen nochmal hier nach hinten. Ne, nix mehr. Ah, jetzt wissen wir, wohin die Tür führt. Okay. Lol. Und ich bin immer diesen Mega-Weg gegangen. Aber wie geil das Level-Design wieder ist, oder? Kanalisation runter. Und dann hier hinten raus. Bringt uns zwar nicht viel. Aber es ist trotzdem irgendwie... Das fühlt sich immer irgendwie so befriedigend an, wenn es so ein... Wenn es so connected ist miteinander. Aber es gibt halt gar keinen Grund, hier jemals wieder runterzugehen. Das Einzige, was ich mich frage, diese Tür da, bin ich durch die schon mal? Das sieht verdammt nochmal nach einem Ort aus, wo man hinkommt. Oder? Wie sollte man da hinkommen? Vielleicht. Wir sind ja noch nicht ganz durch, aber ich glaube, ich habe jetzt hier zumindest im... Ach, nee, warte. Wir haben doch noch nicht alles, oder? War hier oben nicht noch Stuff? Ich bin mir gerade nicht sicher, ich muss nochmal nachgucken. War, meine ich, da unten, da war ich. Da war ich. Da, ah ja, ich weiß wo. Komm. Da ist noch ein Item, da unten, das meinte ich eigentlich, die Stelle. Aber hier oben war der Topfboy. War hier nicht auch noch was? Ja, der Topfboy.
Da unten war ich. Da gegenüber war ich. Wie machen wir den denn? So. So, und hier? Ach doch, hier konnte man ja runter. Aua. Alter, du Sau. Alter. Das läuft ja aber nicht optimal gerade. Nee. Also, wir müssen... Was ist das eigentlich? Okay, das ist Schrott. Jetzt ist kaputter Schrott. Nee. Oh, nerv doch! Unten war das. Hier. Kann ich da runterjumpen? Überlebe ich das? Ah, bin ich ganz sicher. Vielleicht kein Risiko. Das überlebe ich. Hier ist noch ein Item. The Beast Bones, my ass. Genau, ich bin nämlich damals nie hier nach rechts gegangen. Okay, hier war ich noch nicht. Aha. Wo sind wir denn hier? Thou shalt not evade the flame of Mesmer. The fuck? Invasion, Alter! Ich wollte schon sagen, das sieht hier aus wie ein Bossraum. Wer bist du denn? Fire Knight Quilling? Wie ich fünfmal mit dem Blindspot ihn nicht getroffen habe. Das ist ja lächerlich. Okay, you mean business, ja? Darf ich mich kurz buffen? Hallo? Alter. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo das war. Hä? Da? Nee.
latsche ich jetzt. Mann, ey, da ist man noch von der anderen Stelle auch noch hingekommen, von da unten. Das ist doch nicht jeder. Ach, hier. So nehme ich. Nee, doch. Ich weiß es nicht mehr. Hä, nee. Shit. Also doch oben. Hä? Da gab's doch einen schnelleren Weg hin. Bin ich bescheuert? Jetzt muss ich schon wieder gegen den Drecksvögel. Alter! Ne? Ach, das ist der, den ich gerade gelegt habe. Okay. Ja, die muss ich wahrscheinlich jetzt killen, weil die mich sonst nerven beim Kampf, oder? Nerven mich jetzt schon. So. Hä, wo ist die Invasion? Oh, ich dachte schon. Hey. Fläschle leer. Was ist das für eine... Ah, delayed. Verstehe. Wie ich halt keinen Schlag durchkrieg! Beim Bate des Zeus! Jetzt reicht's! Muss einen schnelleren Weg dahin gehen, ich bin mir sicher. Stagefront. Also wirklich gegen so ein Lappedudel. Das ist ja fast schon frech. Hier nehme ich, guck, wir lassen den einfach kurz vorbei. Und dann sind wir nämlich viel schneller da.
Muss ich nur hier einmal den... Ja, den Zauber hat er natürlich noch durchgekriegt, ist klar. Ich sag doch, es gab einen schnelleren Weg. So, jetzt soll die Schnauze halten. Jetzt gibt's richtig aufs Fressbrett. Was ist hier los? Ah! Was ist hier los? Da geht er down! Oh Gott, das B! Ash of War, Flames Cure. Und Prayer Rookie. Und Ash of War, Shriek of Sorrow. Und Black Flyer, Firefly. Shriek of Sorrow, skill utilized by the downtrodden. Scream causing nearby enemies to flinch while also recalling deep-seated resentment, boosting attack power based on the amount of HP remaining. The lower HP, the greater the effect. Prayer Room. Skill of Quilline. Of the Fire Knights, en wrath, armament and flame, and assume a low stance before securing the enemy in a single motion. Strong attack unleashes a follow-up flame attack. Also quasi aufspießen. So, wo ist der Prayer Room, ist die Frage. Also manchmal habe ich mich so viel in diesem DLC, dass die das wie ein Randomizer die Items verteilt haben. Ich meine, ein Arrow? Ernsthaft? Soll mir das was sagen? Ist das eine Message? Hier glaube ich nicht.
Nee, da bin ich doch hergekommen. Hä? Achso, okay. Hier ist ich dachte, es gibt hier noch einen zweiten Ausgang, aber es ist gar nicht. Das ist der Weg, wo ich hergekommen bin. Okay. Hier ist nichts mehr. Sieht ein bisschen aus, wie es hätte ein Hub werden können. Das sieht alles so verdächtig aus, als ob es da irgendwie noch weitergeht. Aber ohne Pferdchen schaffen wir das alles nicht. Ist nichts mehr, ne? Prayer Room, okay. Prayer Room. Ja gut, dann haben wir jetzt soweit hier, glaube ich, alles gemacht. Wahrscheinlich hier zu diesem Gebiet, was immer das auch ist, aber ja, gut, das könnte sein, dass man von hier noch dann da irgendwie langkommt. Also da können wir jetzt weitergehen. Wir können genau, Fort Reprimand, hier war dieser Drache. Da können wir weitergehen. Richtung Süden. Oder Richtung Norden. Das Einzige, was ich noch nicht so ganz geschnallt habe, ist, wie wir hier weiterkommen. Das kann natürlich auch von hier irgendwo... Habe ich schon den schlafenden Typen hier gefunden? Klingelt jetzt bei mir keine Glocke, aber ich bin noch nicht ganz durch. Also den Boss habe ich schon gelegt, ja, aber schlafenden Typen? Weiß ich jetzt nicht. So, hier bin ich das letzte Mal wieder umgedreht, weil ich gedacht habe, das sieht so geil endgamig aus, aber wir wissen natürlich nicht genau, was uns hier erwartet. Ist hier noch was? Nee, ne? Weißt du schon, wo welche Bosse sind? Nee, ich weiß gar nichts. Ich erkunde hier alles blind und ohne Wissen. Alles, was ich weiß, ist von den Trailern. Mehr weiß ich auch nicht. Oh, Tower of Ours, hidden in shadow. Oh, lofty spiral piercing the heavens. Lead him safely unto greater godhood and in divinity grant our salvation. Das sieht natürlich geil aus.
Da war der Bossfight, glaube ich, ne? Of Shadow Message. Oops. Message left by Needle Knight Leder, addressed to kindred spirits who also pursue Mikella's trail. The Gate of Divinity lies in the towers healed by Shadow. That is surely where Mikella is headed. We are no Empyreans, but we must locate the path that will lead us there. I will follow the crosses east. Sag bloß, jetzt geht's hier gar nicht weiter. Sealed by obscured by Shadow. Oh, okay, hier geht's erst nach Story Progression weiter. Das ist ja interessant. Das ist ein bisschen wie beim Eldenthron, ne? Ich habe ja gesagt, das riecht hier nach Endgame. Okay, hier geht's erstmal nicht weiter. Gut zu wissen. Ich will mal runterjumpen. Ich zock nicht in HDR, ne. Frage aus dem Chat, ob ich HDR zocke. Gut, aber dann habe ich, glaube ich, soweit hier fast alles abgegrast. Ich überlege noch mal ganz kurz. Kanalisation habe ich, hier habe ich. Da war ich. Die Tür haben wir aufgemacht. Fällt euch noch was ein, Chat? Ich glaube, ich habe hier alles gemacht, was man zurzeit machen kann. Righteous tarnished. Welcome. You come often. You enjoy. I like finding. I like. Okay. Gut. Goodbye. Ich war in der Kanalisation, ja. Warst du bei der Oma? Ich weiß nicht, was ihr meint mit warst du bei der Oma? Es macht halt nicht so viel Sinn, wenn ich frage, habe ich alles gesehen, aber ihr habt noch nicht alles gesehen, was ich alles gesehen habe, dann könnt ihr die Frage natürlich nicht beantworten. Eine Oma, wo du den Lagerraumschlüssel für brauchst. In der Nähe der südlichsten Gnade innerhalb der Burg. Also ich habe ja auch noch einen Schlüssel gefunden, tatsächlich, mit dem ich noch nichts gemacht habe. Meint ihr hier?
Hey! Oh, das sind zwei, das ist gefährlich. Aber ich bin gefährlicher. Scheiße. Bimse, Bamse, Bimse! Okay, Moment, welche Oma? Bei der Kanalisation? Die Oma halt. Also wenn ich jetzt da irgendetwas nicht Identifizierbares als Oma entdecke. Nee. Die Oma halt. Ach stimmt, hier war ja noch eine Tür. Das ist wahrscheinlich der Prayer Key. Hier links war die Tür. Sehr gut, Chat. Nee, Storeroom Key, aber nicht Prayer Key. Okay, das ist die Oma. Ist das etwa ein Hinweis, dass ich die Mütze anziehen soll von dem? Ich meine, ich bin ja schon relativ nah dran mit meiner Mütze. Vielleicht jetzt. Die denkt bestimmt, dass ich das bin. Clever. To smell the scent again. Does a sculpted keeper stand before me? Oh, as I felt the sacred beast's essence fade, a great anxiety welled up within. Forgive this old woman her foolish fears. 'Tis such relief I cannot express. After an eternity of the mind, our voices have at last reached the heavens, as evinced by thy gracious arrival. Oh, oh, oh. I implore, vessel of the sacred beast, have my son accompany thee to war. And dance thy dance of beauty. Ah, jetzt kriegst du die Spirit Ash von dem Typ, oder? Upon Mesmerity's lot. They who betrayed us, I, they who burned us. Let them face in thy wrath their just deserts. My song will I sing in service to thee. Watchful spirit. Oh, sculpted keeper, my song. Oh, my song. Geil. Guck, das habe ich tatsächlich übersehen. Ah, ne, das ist eine Incantation. Summons a guardian spirit above the caster's head. The spirit never strays far from the cast, conjuring several apparitions. Participating. Och, schade, kann ich nicht benutzen, würde ich aber gern mal sehen tatsächlich. Das sind jetzt meine.
Ich höre die gar nicht mehr auf zu labern. Okay. Ja gut, es sind halt Regale. Die scheiß Flugviecher können halt durch die Regale. Ich check's. Die kann man nicht töten, oder was? Doch, jetzt ist sie weg. Scorpion Stew. Boost physical damage, negotiation, temporarily and gradually restores HP. Gut. Ja, hat sich natürlich nicht gelohnt, aber weiß man natürlich auch vorher nicht, ne? Weiß man ja immer nicht. Aber ich habe festgestellt, dass NPC-Killen auf jeden Fall nicht so relevant ist, wie zum Beispiel in Demon's Souls oder so. So, hier kommen wir ja nicht rüber, ne? Oder? Beziehungsweise nicht rum. Von hier nicht. So, hier oben kann ich noch drauf oder was? Nee. Wie denn? Da vielleicht? Thank you.
Ich glaube, jetzt habe ich ja wirklich alles, oder? So, okay. Also, was ist denn bitte hier eigentlich so? Weg damit. Da kommen wir nicht weiter. Da waren wir. Hauptfeld. Was war denn hier nochmal? Achso. Hier habe ich auch alles eingesackt. Prospect Town. Scorched Runes. Hier bin ich mir nicht so sicher. Hab ich den Weg schon? Hast du die Klangperle da? Ey Leute, mit solchen Fragen, ich weiß nicht, wie ich das beantworten soll. So, jetzt muss ich hier nochmal gucken. Da unten meine ich. Genau, den Dungeon habe ich gemacht. Und hier oben. Hier war ich, glaube ich, nämlich noch nicht. Tatsächlich. Wenn ich mal so drüber nachdenke. Oh, Reichweite. Die hauen so krass rein, die Dudes, ey. Hier war ich tatsächlich noch nicht. Well. Die Astroid. Oh, hier kommen. Ah. Hier kommen wir runter in dieses Gebiet hier. Interesting, interesting. Ich zeig euch, wie man die ganz easy macht, okay? Hä? So klappt es nicht! The fuck war denn das?
Falsche Taste! Okay, war die falsche Taste, wie ihr gemerkt habt. Schreit mich bitte nicht an. Immer wenn ich was versuche, geht's schief. Swift's Bear. Was zur Hölle haut hier so Homing-Missile-mäßig in meinen Rücken rein, Alter? Alter, wer schießt denn da die Scheiße runter? Alter, ich raff überhaupt nichts. Wer schießt denn da? Der Baum? So geil, dass so normale Foot Soldier dir mehr Damage mit einem Schlag machen als so ein 3 Kilometer langer Endboss, oder? Na gut, wir machen's ordentlich. Das stimmt natürlich, man muss sich nicht von ihnen treffen lassen. Das ist richtig. Und da geht's doch auch noch hoch hier. Das an, die hauen einen eigentlich wirklich die Hälfte einfach. Ich habe natürlich auch eine scheiß Rüstung. Aber trotzdem. So, wer ist jetzt hier dieser Feuerwichser? Der hier mit dem Speer? Alter. Ich war nicht auf der Dokomi. Just epically, deshalb hast du mich da wahrscheinlich auch nicht gesehen. Aber was, wenn er mich trotzdem da gesehen hat?
Hä? Was ist mit ihm? What the fuck? Kämpfe! Lol? Das hatte ich schon mal bei einem Endboss sogar, der einfach nicht mehr mitgemacht hat. So. Das Spiel zwingt einen förmlich, solche Waffen einzusetzen. So, da unten war ich definitiv. Ich glaube hier oben. Alter, Wolf. The fucking fuck bist du denn für ein wilder Harry, ey? Jesus Christ, wo kommt denn der Boy her? Was hier alles im Wald rumlungert, ey. Hab nicht gesehen, wo der war, ehrlich gesagt. Was sind wir jetzt bei Schulfächern, Lieblingsfächern oder was? Also, ich fange an. Sport. Englisch, Bio. Tatsächlich Deutsch, wenn wir Bücher besprochen haben. Fand ich immer ganz interessant. Ich hatte sogar als WPU Deutschliteratur. Man glaubt es kaum, aber es ist so. Physik und Chemie fand ich in der 5. und 6. Klasse oder wann das war, noch ganz geil, bis es dann scheiße wurde, aber bis dahin fand ich es geil. Musik fand ich immer scheiße. Also zumindest bei mir, ich war ja schon, oh, ein Shadow Tree. Vor allen Dingen, weil ich immer nur scheiß Musiklehrer hatte. Das war nie geil, was wir da gemacht haben im Musikunterricht. Und ich war ja in einer Musikförderschule, also es waren ja nur so Musiktalente.
So lauter Wunderkinder, Klavier und Trompeten und was weiß ich. Und alle, die nicht irgendwie besondere Affinität zu Musik hatten, waren sowieso schon mal Person zweiter Klasse und haben eigentlich nur den talentierten Musikerkindern den Platz weggenommen. Und das haben die Lehrer, die waren alle auch so, stellt euch Lehrer vor, die Augen zumachen, wenn sie euch zuhören, um besser fühlen zu können, was ihr sagt oder was ihr singt oder was für Instrumente ihr spielt. Was ich auf der Schule gemacht habe, ne, es ist eine Schule, die war offen für alle Schüler, also für alle Kinder, aber die hatte halt einen besonderen Förderzweig für Musik. Aber ich war halt nicht wegen dem Förderzweig da, sondern trotz. Es waren halt eben sehr viele Kinder da, die sehr musikalisch sind und musikalische Früherziehung, dies, das, Ananas. Warum geht man denn auf so eine Schule? Was weiß ich, muss meine Mutter fragen. Ich habe mir die nicht selber ausgesucht. Wahrscheinlich, weil die U-Bahn-Haltestelle in der Nähe war. Was weiß ich? Oh, hello there. Are you the Tarnished? Lady Letta spoke of you. Another Tarnished. Guided here by Mikola the Kind. My name is Teolia. I too am Tarnished. And here on kindly Mikola's account. So, well... Hättest mich als Virtuose an der Vuvuzela gesehen, ja, tatsächlich. I'm sorry, but well, I'm not much good at anything is all. I'm as weak as a kitten and thick as two planks. I've always been this way, since the very day I was born. I'm afraid the only thing I'm proficient in is poison. Sorry. Tatsächlich. Haben wir hier? Perfume Bottle. Deadly Poison Perfume Bottle. Toxic Mossling. Buch. Hast du ein Instrument gelernt? Spielst du noch eins? Oder ist die PS5 voll, glaube ich? Ich habe als Kind hatte ich Gitarrenunterricht. 2 Jahre. Und ansonsten, aber das kann ich nicht mehr wirklich. Aber das war wirklich von Grund auf mit Noten lesen und Noten schreiben vor allem und so ein Kram. Also so richtig gute musikalische Früherziehung hat mir auch keinen Bock gemacht. Ich bin damals in, warum reden wir nicht einfach ein bisschen über Musik? Ich bin damals, ich habe Zurück in die Zukunft gesehen. Die Anfangsszene mit Michael J. Fox mit der E-Gitarre und seine Bandprobe und natürlich am Ende. Und ich wollte einfach E-Gitarre spielen. Und meine Mutter hat dann sich erkundigt und dann hieß es, ja, aber man fängt halt nicht mit E-Gitarre an, man muss erstmal die Basics lernen. Das hat meiner Mutter eingeleuchtet und dann hat sie mich angemeldet bei einem Musiklehrer, der auch in meiner Grundschule tatsächlich unterrichtet hat. Also nicht, der war nicht Lehrer an meiner Grundschule, aber da hat er seinen Musikunterricht gehabt, Gitarrenlehrer. Und das war so ein älterer Herr und der hat mir dann von Grund auf, habe ich dann Gitarre beigebracht mit so einer Bank, wie heißt das, mit so einer Fußbank und so ein, ja, keine Ahnung. Und dann musste ich da halt richtig lernen und das hat mir keinen Bock gemacht. Ich musste Noten lernen und es, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wie das ging, Notenschlüssel malen und Noten aufmalen und habe so richtige Hausaufgaben da aufgekriegt und dann sollte ich immer diese komischen Lieder, die ich nicht kannte, Green Sleeves und so ein Kram, Green Sleeves, da, 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 da. Keine Ahnung, dann musste ich solche Sachen die ganze Zeit üben und es war halt so weit weg von dem, was ich mir vorgestellt habe, was cool Gitarre spielen ist. Und ja, heute weiß ich, dass das halt dazugehört und dass, wenn ich das durchgezogen hätte, natürlich wahrscheinlich ein Killer-Gitarrenspieler geworden wäre. Aber ich wollte halt einfach eine fucking E-Gitarre spielen. Und ja, irgendwann hatte ich keinen Bock mehr, wie es so ist. Und dann hat meine Mutter noch gesagt, aber eines Tages wirst du es bereuen, wenn du es nicht durchziehst. Mach es wirklich, du wirst so froh sein. Die Mädchen werden alle auf dich abfahren, wenn du Gitarre spielen kannst. Ich so, was, Mädchen, habe ich gesagt. Was ist das für ein Argument? Und dann habe ich nicht mehr Gitarre gespielt. True Story. Okay. Und in der Schule musste ich Blockflöte lernen und das war furchtbar.
So, was haben wir hier? Poison Dart. Throw together to cause buildup of poison. Stone Club. Guck mal, als wenn das nicht ein Poison-Hodensack ist, dann weiß ich auch nicht. Was ist das? Golden Tingle Flower set to be a funeral flower. Hab ich noch nicht. Kaufen mal 20. Poison Bloom. Ich brauch mal den ganzen Scheiß, nicht Trina's Lily. Egal. Just give me the word if you need any more poison. Du hast hier halt jetzt eine neue Waffe gekriegt quasi, ne? Du hast dieses hier gekriegt. Ach, die habe ich auch. Du hast halt jetzt hier eine neue Parfümflasche. Lol, jetzt habe ich mich selber vergiftet? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bereue es natürlich auch, dass ich es nicht gemacht habe. Mit der Gitarre durchgezogen habe. Es hat mir auch ein bisschen Spaß gemacht, aber halt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und als 10-Jähriger hat man halt auch die Geduld, keine Ahnung, von der Fliege und die Weitsicht auch. Boah, die ist ja gar nicht mal so. Die hat ein ganz geiles Moveset, Alter. Guck mal hier. Und es hat den Impaling Thrust. Den kennen wir ja schon. Ich weiß nicht, kann man in 6 Monaten Gitarre lernen? Ey, ich hab's schon so oft versucht und ich krieg's einfach mit den Fingern nicht mehr. Als Kind konnte ich das ganz gut, so die Finger da auf den Bund und die verschiedenen. Aber heutzutage, ich krieg's nicht mehr hin. Ich habe zu fette, unbewegliche Finger irgendwie und weiß ich nicht. Wo ist denn meine Lieblingswaffe eigentlich? Da. Das ist ja nicht so schlecht. Wenn sie nicht infused werden kann. Und das nervt, egal. Jetzt erstmal hier ein Shadow Tree Fragment. Zack. Stärker sein, stark sein. So, was wollte ich machen? Was Neues? Nee, ne? Shriek of Sorrow, das ist das Neue, glaube ich. Ich verstehe nicht, warum es hier nicht den Impaling Thrust gibt und ich die Waffe infusen kann, ehrlich gesagt. Ich kann sie nur infusen, wenn ich den Impaling Thrust verliere, aber den will ich ja nicht verlieren. Weiß ich mal. Jetzt haben wir hier ein Gesamtdamage von 300, 584, 582. Hier sind wir bei 584. Boah, bei Quality hier. Aber dafür kein Bleed. 635, aber wir wollen nicht auf Bleed verzichten. Oder?
448. Ist auch 600 Flame. 280. 480. 670 bei Lightning. 670 Lightning. Holy. Was haben wir dann? 448. 500, 600 Holy Damage. Poison ist Quatsch. Blood. 570. Achso, wir haben die jetzt auf Frost, haben wir die jetzt. 440. Plus. 210. Hä? 200, 480, 550, 650. Fünfhundertsiebzig. 3 drücken und Dreieck um die Affinitäten umswitchen. Erspart das Rechnen. What? Was sagst du? Das will ich ausprobieren, was du gerade sagst. R3 drücken und Dreieck. Ach, guck an. Nee. Und dann kann man hier gucken. 830. Ja gut, muss man aber immer wieder raus aus dem Menü. Das ist natürlich auch dumm. Das wäre geil, wenn es jetzt schon angezeigt würde, wenn man es einfach nur so... 33... 883... Leider geht er immer wieder aus dem Menü, aber es ist trotzdem ein geiler Tipp, wusste ich nicht. 932 bei Feuer. Mhm. Nicht schlecht, 200... Aber warum? Wieso denn 900? Wo erkennt der denn? Das ergibt sich doch gar nicht daraus. 190 plus 147 plus 190 plus 147. Wie kommt der denn jetzt auf 900? Ach, durch den Bonus, okay. 932. Bei Flame Art haben wir auch 932 oder was? 883. Lightning. 954. Guck an. 954. Sacred. 883. Poison. 814. Blood. 814. Cold 930. Okkult 673. Okay, ist ja auch ein Arc-Bild dann. Also, ich bleib bei Lightning. 954 und Lightning. It is.
Also ja, natürlich, Feuer ist auf jeden Fall auch eine legitime Alternative. Aber jetzt ist halt Lightning. Jetzt mache ich mal Lightning. Hab ich auch noch nicht. Okay, also wir können runter, wir können hoch. Wir gehen erstmal hoch, wie immer erstmal hoch. Aber da kommen wir später runter. Ey, stell dich mal vor, der DLC wäre im Main Game zum Release auch schon mit drinne gewesen. Wie krass groß das Spiel dann wäre, oder? An irgendwas erinnern die Teile mich. Was ist es? Amerikanische Steckdosen? Nee. EA. Ja, EA hätte das Spiel in 26 Teile aufgeteilt, in 26 Season Passes. Ich höre was. Oh. The pain. My arms, my legs, each lies a bloody ruin. Was ist mit ihm? Bale! Vile Bale! Oh, terror incarnate! There is life in me yet! I will soon feast upon your heart! Mark my words! You too shall know fear! Das ist ja geil synchronisiert. Wer ist nochmal Bale? Irgendwas hatte ich, irgendeinen Gegenstand oder so habe ich schon von dem gehabt. Soll ich ihn erlösen? Nee, oder? Wir lassen ihn erstmal. Erstmal ist hier überhaupt ein Bonfire. Irgendwie Schiss. Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl bei der Sache. Das ist das Startgebiet, ja. Besser ist es. So, hier sind Grabsteine. Hier könnten wir runter. Das Problem ist, wir könnten nicht mehr hoch.
Und da ich da unten schon war, ich befürchte mal, es ist einfach nur ein kleiner Rundgang. Kann natürlich immer sein, dass da irgendwo ein Item auf so einem Grabstein liegt, aber... Wo latsche ich denn gerade hin? Ach, hier hoch, guck. Und hier geht's auch noch hoch. Ach Gott, das ist einfach so geil. Diese Map, ich weiß gar nicht, wie man sowas designt. Die sind so... Ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Ich finde, es wirkt einerseits organisch und auf der anderen Seite so verdammt gut durchdacht. Invaded by Ancient Dragon Man. Ja, das hätte mich fast erwischt, ein Magma da. Du hast, Keksdieb sagt, ich hasse das vertikale Design. Ich finde das total geil, ehrlich gesagt. Darf ich auch mal schlagen oder ist das hier eine Einbahnstraße? Zwing mich nicht zu parryen, du Sau! Invader vanquished. Ancient Dragon Man has died. Ancient Dragon Man, more like Ancient Dragon Man. Auch den schlaffertigsten Menschen fällt manchmal nichts ein. Habe ich gehört. Hallo? Hallo? Ich mich so dahin stelle. Nee. Egal. Einfach aussieht. Der Himmel. Guck doch mal, der Himmel! Hi. So, das ist das Anfangsgebiet. Sehen wir da was? Nee. Aha.
Nochmal Grabstein. Oh nein, jetzt kommt wieder der scheiß Nebel. Der Nebel. Ich bin ein Enabler. Wegen Nebel. Okay, wie kommen wir denn jetzt wieder da hoch eigentlich? Warum? Ja. Ja, der Nebel, der hilft mir jetzt halt nicht wirklich weiter. Ich weiß was, ich gehe zum Bonfire. Hä? Wo war denn das Bonfire? So weit weg? Egon heißt der Typ. Es ist natürlich sehr verlockend, ihn von seinem Schmerz, also ihm zu helfen. Ihm zu helfen. Freitag gibt's wieder Watch Party meines Wissens, yo. Ich weiß gar nicht, wer spielt. Haha, Spaß. Natürlich weiß, wer spielt. Da schon? Ja. Fort Reprimand ist das. Fort Reprimand. Man muss hier wirklich wie so ein wie so ein Rasenmäher, muss man wirklich hier von links nach rechts und links nach rechts, damit man hier auch nichts übersieht. Aber du, Nils, seid doch im Stadion, also nicht dabei? Nee, wir sind nicht im Stadion. Schön wär's. Das ist auch gar nicht in Hamburg, das Deutschlandspiel, oder? Doch, wir wären eigentlich im Stadion, ihr habt recht. Wir sollten Karten kriegen, glaube ich. Aber nicht für das Deutschlandspiel, sondern für das danach. Aber wir haben die Karten bislang nicht gekriegt. Also Stand jetzt. Spricht nichts gegen eine Watch Party. Ich sehe dich. Gravebird Bracelets. Ich glaube, von den Gravebird-Sachen habe ich schon ein paar. Eventuell passiert was, wenn man das ganze Set hat. Wo sind die? Hier. Nee. Da. Nee. Kann man sich nicht auch irgendwie in so einen Drachen verwandeln? Das habe ich nie gemacht. Aber es gibt auch so ein Dragon-Set. Elden Lord Braces. Wo sind sie denn jetzt?
Stone Bracelet. Was sagt die Uhr, Leute? 20 Uhr. Ja, das Spiel ist, das Deutschlandspiel ist in Stuttgart, das andere Spiel ist in Hamburg. Wir hätten Karten gekriegt für das andere Spiel, nicht fürs Deutschlandspiel. Ey, wisst ihr, was ich immer so cool finde bei FromSoft? Die haben ja immer mindestens ein Spiel, das sie promoten, und ein Spiel, an dem sie arbeiten. Wie so ein Sith Lord. They always come in pairs. In twos? Wie sagt er? Egal. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass die mindestens an einem Spiel gucken, kochen, köcheln, arbeiten, während wir hier gerade den frischen DLC nagelneu genießen. Und ich wäre so gern Mäuschen bei denen mal in der Firma und würde gerne mal rausfinden, an was die da wohl so arbeiten. Holst du dir Black Myth Wukong? Ja, weiß ich nicht. Also, mal schauen, ob ich das spielen werde. Hm? Müsste man mal die Demo zocken. Ich weiß ja nicht, ob dann der Itch so groß ist, jetzt wieder ein Souls-like zu spielen. Ich habe ja auch noch Lies of P und so. Aber wenn ich Elden Ring erstmal durch habe, weiß ich nicht, ob ich dann direkt ins nächste Souls-like springe. Ehrlich gesagt. Also könnte auch sein, dass ich dann mal wieder so ein bisschen Bock auf was anderes habe. Zumal ich, glaube ich, auch echt noch eine Weile hier am DLC sitzen werde. Wukong wird Goaty? Das weiß ich noch nicht. Das müssen wir erstmal abwarten, Leute. Ein paar gute Trailer und Kampfsituationen zeigen, das macht noch kein gutes Spiel. Also ich will nicht ausschließen, dass es Potenzial hat, Game of the Year zu werden, aber das hat man schon häufig von Spielen, ich sag nur Starfield, im Vorfeld gesagt. Und naja. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, ne? Hä, wieso soll ich denn bei Lies of P nochmal neu anfangen? Ich bin doch schon voll weit. Das heißt voll weit, aber ich habe ja gerade quasi. Also, nee, wie soll ich anfangen? Ach komm. Kann ich ihn nicht markieren? Ist doch gar nicht. Das ist ja auch voll gemein, dass ich über Starfield läster, obwohl ich es gar nicht richtig gespielt habe. Aber was mich tatsächlich bei Starfield... Es gibt zwei Sachen,
die mich bei Starfield tatsächlich nerven oder ein bisschen davon abhalten. Jetzt kommt schon wieder Nebel. Beim ersten Anzocken, die mir nicht gefallen haben. Das eine sind diese unsäglichen Dialoge mit NPCs, wie scheiße die aussehen und wie langweilig und uninteressant die einfach für mich sind. Und es gibt viel zu viele davon. Und zum anderen die Ladezeiten. Also, dass man ständig irgendwie Ladezeiten hat, das ist für mich kaum... Erst recht, wenn die Grafik dann so aussieht, wie sie aussieht oder so, das Level, das... ja, keine Ahnung, irgendwie... Bethesda, meiner Meinung nach, seit vielen, vielen Jahren. Also mit Morrowind haben die so gepiekt, meiner Meinung nach. Ich weiß, es gibt viele Skyrim-Fans. Oder was heißt mit Morrowind? Mit Fallout 3 haben sie eigentlich gepiekt. Ich weiß, es gibt hier viele Skyrim-Fans. Und das ist ja auch ultra erfolgreich. Und dies, das, Ananas. Ich bin halt nicht der allergrößte Skyrim-Fan. Aber es hat sich halt seitdem auch nicht mehr viel getan, finde ich so. Fallout 4 muss ich noch weiterspielen. Das wäre zum Beispiel auch was, worauf ich Bock hätte. Jetzt mit dem neuen Patch, dass das alles ein bisschen besser aussieht und so. Also Fallout 4 habe ich nie durchgezockt. Ich würde sagen, da bin ich sogar noch... Alter. In der Hälfte. Wenn überhaupt. Was ich halt bei Fallout 4 komplett... nicht gebockt hat, war dieses Basenbauen. Das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen fast schon vom Spiel wieder weggetrieben. Ja, ich weiß, dass Nils das mag, aber der baut ja auch, der macht ja auch gerne so Basenbau und so ein Kram. Ich bin da nicht so der Fan von. Ich bin lieber looten und leveln. Exploren. Der Nils baut sich, das müssen wir mal tiefe psychologisch, müsste man sich das mal untersuchen. Der baut sich gern zu Hause. Und ich möchte eigentlich weg von zu Hause. Ich möchte die Welt erobern. So viel von Dr. Gade, aber ja, keine Ahnung. Ich finde halt, bei Starfield ist auch so ein bisschen... Du hast halt schon so ein Spiel wie No Man's Sky, was ich jetzt seit... Also, was ich nur gespielt habe. Ich habe es einmal durchgespielt, als es rauskam, als es noch so flawed war. Und es ist ja jetzt ein ganz anderes Spiel. Und ich wollte, habe mir immer mal gesagt, ich muss No Man's Sky eigentlich nochmal spielen, weil es jetzt ein komplett anderes Spiel ist und jetzt eigentlich erst das Spiel ist, was es vielleicht ursprünglich sein wollte. Aber ich tue mich halt schwer, wenn ich ein Spiel erstmal durchgezockt habe, wo ich es halt auch so schnell nicht mehr raus. Außer bei Souls-Spielen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Während ich hier so die Gegend absuche, für alle, die einschalten und fragen, was macht der da eigentlich? Ich suche hier das gesamte Beat ab. Ich gehe hier quasi, dass ihr es mal seht, ich bin hier, ich gehe hier so im Zickzack. Gehe hier von links nach rechts, von links nach rechts, von links und suche einfach alles ab. Jetzt habe ich Faden verloren. Worüber haben wir schon? Achso, genau. Starfield und No Man's Sky. Ich finde halt bei Starfield, also ich habe das Gefühl, Starfield und No Man's Sky wären gemixt das beste Spiel. Aber bei No Man's Sky fehlt mir irgendwie so einerseits eine... Ist mir das ein bisschen zu bunt und da gefällt mir die Optik nicht immer so ganz gut, muss ich sagen. Und da gibt es auch keine richtige Story und auch nicht so eine richtige... Sagen wir eher Lore statt Story irgendwie, keine Ahnung. Und es fühlt sich dadurch so ein bisschen belanglos alles an. Und bei Starfield hast du halt so Limitierungen durch die Engine und so...
die du halt bei einem No Man's Sky nicht hast. Also du kannst doch nicht irgendwie 5 Jahre nach No Man's Sky ein Weltraumspiel rausbringen mit verschiedenen Raumschiffen und Planeten, aber dann kann das nicht mal die Hälfte von dem, was ein No Man's Sky kann. Also das leuchtet mir halt einfach nicht ein, wie man dann so ein Spiel noch rausbringen kann. Du musst dich doch auch ein bisschen nach dem richten, was so andere schon erreicht haben. Es ist kein sportlicher Wettkampf, man muss nicht immer den anderen überbieten oder so, aber für so ein AAA-Spiel, das sich halt auf die Fahne schreibt, irgendwie krasse Weltraumerkundung zu haben und so, weiß ich nicht. Finde ich dann ganz einfach, underwhelming. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, ich bewege mich nicht im Zickzack, sondern ich bewege mich so im Kreis. Ich komme überhaupt nicht voran, ich komme diesen Berg überhaupt nicht hoch, weil ich die ganze Zeit laber und während ich laber nicht merke, dass ich im Kreis laufe. Kann das sein? Ich habe das Gefühl, ich bin schon zum 7. Mal hier an dieser Stelle. Während ich die ganze Zeit mir denke, ich frage mich die ganze Zeit, wie groß ist denn dieser Berg? Auf der anderen Seite hier ist noch ein Gegner. Alter, was ist denn das für eine asoziale Attacke? Wie, die hast du nicht getroffen? Ja, Everspace habe ich nie gespielt, tatsächlich. Ach, es gibt so viel, was ich nicht gespielt habe, was wahrscheinlich geil ist, wenn man sich damit näher beschäftigt. So, hier war ich jetzt aber noch nicht. Das sieht ja doch nach einer großen Ebene aus. Ich meine, die Vögel sind ja eigentlich ein ganz guter Indikator. Da ist ein Item. Seht ihr das? Wenn ich da runter gehe, komme ich da wieder hoch. Ja. Herbalist Spellbearing. Oh, cool. Damit kann ich eine Radarfruit kaufen. Was kostet aktuell ein Level-Up bei mir? Ich glaube so knapp 500.000 Seelen oder so. Das neue Star Wars Spiel, ja, das hat zumindest meine Aufmerksamkeit. Ich bin natürlich ein bisschen skeptisch, Ubisoft, Open World, dies, das. Bin eh nicht so der allergrößte Fan von Open World Spielen. Sagte er, während er gerade ein Open World Spiel spielt. Aber was ich bislang so in den Trailern und so gesehen habe, hat mir eigentlich echt gut gefallen. Einfach auch, weil die den Star Wars Vibe echt ganz gut getroffen haben. Wie es dann jetzt spielerisch sein wird und ob es einen auch wirklich motiviert oder ob es einfach nur lames Open World rumgedaddel ist. Also das muss man dann halt sehen, kann ich jetzt natürlich noch nichts zu sagen. Aber ich werde es mir natürlich angucken. Also es ist ja von den, wie heißen sie? Wie heißt das Ballerspiel? Der Loot Shooter. Division. Ist ja von den Division-Leuten. Und die sind, also Division ist,
kein Meisterwerk, aber hat eigentlich auch nicht wirklich viel falsch gemacht, außer dass es halt vielleicht nicht so wirklich... Ach du Scheiße, jetzt haben wir ein Problem. Alter, das ist ja mal ein Double Whammy gewesen. Also ich kenne Leute, die Division sehr gesuchtet haben. Ich habe selber mal so ein bisschen gezockt, aber es war mir irgendwie zu belanglos irgendwie, keine Ahnung. Obwohl das eigentlich viele Zutaten hatte, die ich mag, aber ja, ich weiß nicht. Irgendwie Service Games, schwierig. Glaube ich, nicht so leicht, ein richtig geiles Service Game zu machen, aber das Problem ist, ich habe auch einfach nicht so die Zeit. Ich weiß, es ist so der krasse Widerspruch gerade, aber ich habe nicht die Zeit, nur so ein einziges Spiel zu spielen. Elden Ring ist wirklich die Ausnahme. Es ist halt einfach mein fucking Lieblingsspiel. Es ist mein Goat of all times. So, das ist einfach ein Spiel, wie wenn ich selber könnte, wenn ich mir selber ein Spiel wünschen würde, wäre es wahrscheinlich Elden Ring. So, aber darüber hinaus, ja, so endlos Spiele halt. Die, ich meine, Elden Ring hat ja sogar ein Ende. Aber so Spiele, die halt einfach kein Ende haben. Ist halt einfach immer so ein bisschen, ist geil, wenn du die Zeit hast irgendwie, dann so richtig drin zu versinken, aber meistens sind das so Spiele, wo du sagst, ich spiele entweder das oder alles andere. Ja stimmt, No Rest for the Wicked will ich auch noch auf jeden Fall weiterspielen. Das hat mir richtig gut gefallen und da freue ich mich schon drauf, jetzt nach den ganzen Patches, und nach Elden Ring da wieder ein bisschen reinzustarten. Also es gibt definitiv genug zu zocken, das ist gar nicht die Frage. Der Pile of Shame ist ja eh riesengroß, also insofern... Wird man gebannt, wenn man sagt, dass Elden Ring überschätzt wird? Naja, du wirst nicht gebannt, aber du wirst auf jeden Fall skeptisch beäugt, ob deine Ahnungslosigkeit. Die Frage ist, hast du dann zu anderen Sachen Sinnvolles beizutragen? Oder überschattet deine Ahnungslosigkeit sämtliche Wissensgebiete? Das ist ja die große Frage. Smithing Stone 2, ja, okay. Cool. Das verstehe ich nicht so ganz. Was sie sich dabei gedacht haben. Guck mal, wir kommen dem Drachen da unten auf jeden Fall näher. Was ist da? Guck mal. Ausrechnet jetzt kommt der Nebel. Genau jetzt, wo ich was zeigen will? Jesus. Da verschwindet der Drache. Im Nebel. Wow. What a timing. Elden Ring hat nicht mal Rätsel. Ah ja, wir kennen sie alle, die komplizierten Videospielrätsel. Wie alle Fackeln in einem Raum anzünden oder das einzig passende Amulett in den einzig dafür passenden Schalthebel zu tun, mit dem man dann eine Tür aufmachen kann. Das sind immer die krassen Rätsel. Außerdem gibt es Rätsel in Elden Ring. Die meisten Rätsel sind halt eher so, wie kommt man da hin und wo bekomme ich das und wie kombiniere ich das und sind eher so Schnitzeljagd-Rätsel, würde ich sagen.
Geheimnisse versus Rätsel. Hallo Pepper. Spannend. Geheimnisse versus Rätsel, ja. Elden Ring hat viele Geheimnisse. Das stimmt. Aber auch ein paar Rätsel. Wir erinnern uns an die eine Kirche, die man überhaupt erst erscheinen lassen muss und so weiter. Nein, aber es stimmt schon. Es könnten durchaus noch mehr so klassische Videospielrätsel theoretisch sein. Suppressing Pillar. Sollen wir den ganzen Weg hier für so einen Aufzug? Mal gucken, wo der hinführt. Aber erstmal gehe ich noch außen rum. Breath of the Wild ist Liebe. Das habe ich auch noch. Also. TOTK. Seht ihr, Leute, jetzt habe ich schon wieder das Gefühl, ich habe doch nicht alles abgesucht, aber am Ende habe ich, genau da, wo ich nicht geguckt habe, ist da noch was Geiles. Ich muss sagen, dafür, dass ich so fleißig hier alles abgesucht habe, fast eine Stunde lang, war es erstaunlich unergiebig. Oh, es geht nach oben. The very center of the lands between all manners of death wash up here only to be suppressed. Okay, wir sind genau in der Mitte vom DLC. Das kann nicht sein, dann würde ja hier unten noch so viel kommen, das glaube ich nicht. Das steht da nur, das ist Quatsch. Da ist eine Chest mit Ancient Dragon Smithing Stone. Wupp, wupp. Sehr gut, wir können eine Waffe wieder auf Max Level bringen. Das ist natürlich ein geiles Item, aber ein weiter Weg. Ich fürchte fast, das war's auch schon hier. Wäre natürlich eine super Aussicht auf den gesamten DLC, wie es aussieht. Ich glaube, das ist auch so ziemlich alles, was man kriegt. Also du hast da hinten dieses Gebiet noch. Wobei, da bin ich ja schon. Ne? Da ist ja die Tür, in die ich nicht reinkomme. Whatever das auch ist. Da oben waren wir noch nicht. So, hier. Drangle Castle waren wir noch nicht. Sieht natürlich auch sehr mächtig aus. Da waren wir, glaube ich, schon. Nee. Doch. Da ist noch ein Fire Giant. Golem, whatever. Haben wir. Oh, ich hab Schiss. Ich will. So. Da, jetzt sehen wir den Drachen. Guck, jetzt kann man es sehr gut erkennen, dass es ein toter Drache ist. Jetzt kann man es sehr gut sehen. Als ob der so ein Loch im Bauch hätte. Okay, da unten das Gebiet haben wir natürlich noch. Schon noch ein bisschen. Das kann ja vielleicht noch den ein oder anderen Geheimbereich geben. Ich weiß jetzt nicht, wo gucken wir da hin? Fort Reprimand. Was ist das dahinter? Was ist das hier?
Das dürfte... Das ist Fort Reprimand. Da war ich. Und das dahinter weiß ich nicht genau. Das... Dahinter ist auch noch was, was man jetzt noch nicht sieht. So, das ist der Weg hinter Relana. Das ist wahrscheinlich unsere nächste Station. Guck mal, wie geil das jetzt aussieht mit dem... mit dem roten Himmel. Da ist auch noch einer da unten. Gut, jetzt hätte ich gern diesen Breath of the Wild Segel. Ja, ihr lacht, aber hier könnte natürlich irgendwo ein Gang rein und dann fährst du runter und fährst in die Unterwelt oder so, weiß man nicht. Weiß man nicht. Wie schön das einfach ist. Übrigens eine eigene Engine, die FromSoft benutzt. Nicht Unreal Engine 5 oder so. Eine eigene Engine. Die gehört nur FromSoft. Das sieht doch nicht alt aus, das Spiel. Wie wunderschön ist bitte dieses Spiel? Ich habe noch nicht mal auf Grafik gestellt. Wie kann man das denn? Raytracing. Okay, jetzt ruckelt's halt wie Sau. Kein Mensch spielt so, aber... zum Gucken für den Fotomodus. Das ist halt echt krass ruckelig. Toll. So, wir gehen hier mal runter. Ich glaube, ich habe hier jetzt hier oben tatsächlich alles abgesucht. Ist halt erstaunlich wenig. Ansonsten hier gewesen. Das Einzige, wo wir noch mal gucken könnten. Ist dann... Gibt es auch kein Bonfire oder so? Hier vielleicht noch.
Theoretisch müsste man das Ganze sogar noch mal nachts abgehen. Ich mach's jetzt nicht, aber ich werde es irgendwann. Nix. Okay. Okidoki. Dann gehen wir wieder hier hin. So, jetzt müssen wir hier nochmal lang, weil hier kam ja der Drachenboy, der ist da hinten gespawnt, oder bin ich da tatsächlich gar nicht weitergekommen? Hier ist er nämlich gespawnt. Und was ist hier noch? Hier sind die Grabsteine, okay. Und was ist hier in der Höhle? Das hatten wir ja schon lange nicht mehr, eine Höhle. Dragon's Pit. Ach, das sind Tote. Die halten aber einiges aus, ey. Na gut. Das finde ich immer so schwierig bei dem Rotten Winged Sword Insignia. Greatly raises attack power with successive attacks. Wann wird das getriggert? Ist die Frage. Das weiß man immer nicht. Zweimal R2? Weil es gibt ja diesen neuen Talisman, habe ich festgestellt. Diesen blauen, wo ist er? Ist er das? Nee. Der hier ist es. Enhances attacks executed after maintaining the same stance. So, und dieser Stance, den hat man eigentlich fast immer. Okay, hier nicht. Aber wenn ich das halte. Hier, das ist der Buff. Hier kommt der Buff.
Und jetzt achtet mal auf die Tigerkrallen. Achso, die habe ich gerade gar nicht equipped. Wenn wir mal hier die Krallen nehmen. Der kommt nämlich hier auch nach einer Zeit, glaube ich. Also das ist nur bei der L2-Attacke. Das kommt da. Was bei den Backhand-Klingen? Keine Ahnung. Ich dachte, das wird auch bei Dings getriggert, aber... Ja. Achso, da bin ich ja hergekommen. Hier sind wir runter. Da stand der Dude. Warum auch immer. Das Item haben wir geholt. Und hier geht's weiter. Boah, Sau. Ich finde, mit den kleinen Höhlen und Dungeons haben sie sich ein bisschen mehr Mühe gegeben als im Hauptspiel. Junge, die halten was aus, ey. Ah nein, das sind ja... Oh... Der Tote. Ich bin in einem Endlos-Loop gefangen. Ja, diese Backhand-Klingen sind absolut geil. Absolute Favorite-Waffe im DLC. Neben der My Lady. Was? Interessant, dass die Gegner aus dem Boden raus können. Was sagt die Uhr? Oh, es ist schon Zeit, Leute. Es ist schon Zeit. Geil an diesem Backhand-Klingen ist, dass sie halt wirklich auch hinten manchmal treffen. Also die Zone hinter einem.
Be brave, show no fear. Okay. Bis eben hatte ich auch noch keine Angst, aber jetzt... Lass mal da hoch. I show fear. Ich wollte jetzt gleich Fußball gucken. Ich glaube, Österreich-Türkei ist ein geiles Spiel zum Gucken, deshalb... Oh-oh. Oh, ein Magma-Beast. Ja, das wird jetzt nichts. Da bin ich jetzt schlecht drauf vorbereitet. Nicht mal Nebelgate. Hau doch wieder mal übelst rein. Alter. Wenn das mal nicht ein perfekter Zeitpunkt ist, aufzuhören. Der hat aber ordentlich Energie und der vermag auch zu one-shotten, wie wir sehen. Gut, ich war nicht ganz voll Energie, aber trotzdem hat er mir 80% des Lebens weggenommen. Aber da muss ich dann nochmal ein bisschen buffen und so weiter und dann wird das auch alles so, wie es soll. Aber das ist ein perfekter Zeitpunkt, um jetzt hier für heute Schluss zu machen. Leute, ich bin jetzt auch schon seit 16 Uhr am Start, insofern, ja, haben wir heute viel gesehen, wir haben Trailer angeguckt, wir haben mit Jan wieder Es bleibt spannend gespielt und Elden Ring natürlich, alles gut, alles toll, 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 toll. Ist Nikola da? Kannst du raiden, Nikola? Shit. Okay, ich muss irgendwie an den Rechner ran. Wartet mal. Hey, lass mich. Hey! Ich raide jemanden. Aber warte, ich kann das ja auch... Warte mal. Ich kann das auch... Ich kann das doch auch hier mit dem Laptop machen. Da muss ich mich doch überhaupt nicht bewegen. Ich habe Magenta mir geholt für die EM, ja. Eigentlich auch völliger Quatsch, aber wird gekündigt nach der EM. So, wie macht man das jetzt hier? Wer ist denn überhaupt da? So, ich schicke euch zu Jan, weil wir auch heute zusammen angefangen haben. Und der war ja heute auf der Startseite. Das ist richtig, richtiger Promi, dieser Jan. So, ansonsten sei hier nochmal gedankt. Ich kann leider nicht lesen, wer hier reingesubbt hat von hier. Aber danke für alle eure Subs, Follows. Die lieben Kommentare, es hat mir Spaß gemacht mit euch. Ich fand, ihr habt euch heute sehr vorbildlich. Vorbildlich verhalten, Chat. Vorbildlich. Das war eine ganz starke Leistung auch von euch. Und das weiß ich ja auch aus eigener Erfahrung. Ist nicht immer leicht. In diesem Sinne, gebt euch mal selbst einen Applaus. Und ja, mein Tipp ist, dass Österreich gewinnt gegen die Türken mit 2-0. Aber man weiß es nicht. Das werden wir jetzt gleich sehen. Jo, ansonsten Kuss auf die Nuss, danke fürs Einschalten und viel Spaß mit Jan. Bis morgen, Leute. Tschüss.